Hey ihr Lieben und herzlich willkommen. Wir fahren heute zur Partnerpferd. Wir sind gerade im Stall angekommen. Bummi ist jetzt nochmal mit seiner Freundin ein Stündchen draußen. Wir bereiten so lange alles vor. Und nachher gehen sie nochmal eine Stunde spazieren. Wir haben jetzt noch so knapp 3 Stunden Zeit, bis wir losfahren müssen. Und ja, so lange kann auch ein bisschen entspannen. Bei uns alles gefroren, so lange geht es jetzt nicht auf Koppel, weil alles eisig ist. Ja, zwar keine Eisen, aber trotzdem geht nicht raus. Viel zu glatt. Na, ihr zwei. Hallo. Hallo. Bip, 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 bip. Julia ist auch mit von der Partie. Nachher kommt noch die Kathleen. Übrigens ein aufgeräumter Spind aus. Da geht's schon los. Ja, und da hat man nur ein Pferd. Trotzdem ist der Spind zu klein. Ja, hier ganz viele Schabracken. Hier ist sogar noch das Preisschild dran. Hier habe ich schon gar nicht drauf gehabt. In diesem Freshberry-Ton. Weiß ich aber noch nicht, ob ich sie benutzen werde. Weil die anderen Eskadrons, die ich bisher drunter hatte, die rutschen unter meinem Dressursattel alle wie Hulle. Deswegen muss ich jetzt erstmal schauen, ob es am Sattel liegt. Der muss erstmal angepasst werden. Und dann, wenn sie dann immer noch rutschen, dann gehen sie weg. Also dann brauche ich auch keinen Eskadron. So, hier sieht es relativ aufgeräumt aus. Ist alles schon im Auto. Futter für heute Abend schon vorbereitet. Das ist jetzt das restliche Zeug. Können wir gleich stehen. Bummi rein vom Paddock. So. Im Auto ist schon mal alles drin. Ich nehme beide Sättel mit. Mal schauen, welchen ich drauf mache. Bin mir noch unsicher, ob Tresor oder Spring. Und es nimmt ja keinen Platz weg. Übrigens, ihr Lieben, solltet ihr mal festgefroren sein mit dem Hänger, so wie ich, da hinten in meiner Kuhle, mal nehme zwei dicke Autos und zieht. Eine Freundin, die fahren kann. Na, man beachte. Da haben wir drin gestanden. Da. Da sieht man gar nicht, wie hoch das ist. Da guckt man. So hoch. So hoch. So, jetzt haben wir es doch trotz allem pünktlich geschafft. Warten jetzt auf Kathleen. Kommt jetzt gleich hier vorbeigerannt. Passt mal auf. So. Ja, Bumi steht auf dem Hänger. Knarzt das Auto, wenn sie sich reinsetzt. Ja, aber so kann es gehen, wenn man verdrödelt so viel Zeit im Stall, weil man so viel Zeit hat. Und dann merkt man, dass, oh Gott, jetzt läuft irgendwas nicht so. Aber wir liegen im Zeitplan, es ist kurz nach halb. Voll. Ich möchte mal vorstellen, beziehungsweise 5 Sekunden das Ganze machen.
Thank you.
Zurück zum Hänger. Julia, der Meisterfilmer. So, da waren wir wieder zu Hause. Bumi hat sich, wie ihr gesehen habt, ja ganz vorbildlich benommen. War echt begeistert. Also war ja wirklich beeindruckendes Publikum. Licht, hallo. Hallo, Licht, genau. Ja, war ja wirklich beeindruckendes Publikum. Letztes Jahr waren es ja nicht ganz so viele, weil wir Donnerstag waren. Heute waren wir nun zur Stoßzeit, Samstagabend. Und ja, es hat... Das Licht hier mal an. So. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Er war artig. Theoretisch, so wie er geklemmt hat, hätte man ihm mal nahe treten müssen. Aber das kann man natürlich vor Publikum jetzt nicht so machen. Und ja, dafür sollten die 15 Minuten auch nicht sein. Er sollte da wirklich einfach mit einem guten Gefühl rein und rausgehen. Und ich denke, das ist uns auch wirklich ganz gut gelungen. Ja. Dann hoffe ich einfach mal, dass wir vielleicht nächstes Jahr wieder mitreiten dürfen. Und morgen geht's shoppen. Ich mache jetzt das Video für euch fertig. Vielleicht kommt es heute noch. Ansonsten morgen. Und vielleicht sogar noch das eine Video, was ich schon fertig hatte vom Springen. Weil, ja, fehlt ja auch noch. In diesem Sinne. Das war's auch schon. Ich hüpfe jetzt erstmal in die Dusche. Es ist nämlich schweinekalt draußen gewesen. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Ciao, ciao.